أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu liwajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister im Islam, Alhamdulillah hat uns diese großartige Religion, die Religion des Islam, alles beigebracht, damit wir uns persönlich vor dem Verderben Yawm al-Qiyamah beschützen und damit wir auch unsere Gesellschaften schützen in dieser Welt, so dass Allah Azza wa Jal uns nicht in dieser Welt gesetzt hat, außer dass er uns subhanahu wa ta'ala Gebote anbefohlen hat, wie wir miteinander zu leben haben. Wie Allah Azza wa Jal sagt, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَيْ يُتْرَكَ سُدًى. Glaubt der Mensch, dass er sich einfach selbst überlassen wird, dass er leben kann, wie er will, dass ihm keine Pflichten auferlegt werden, dass ihm keine Gebote auferlegt werden, glaubt der Mensch tatsächlich, dass er selber dieses entscheiden kann. Und ihr seht, liebe Geschwister, sobald der Mensch etwas entscheidet und er handelt nicht nach der Rechtleitung Allahs Azza wa Jal, so stürzt er sich in das Verderben. So stürzt sich dieser Mensch in das Verderben. Und wie viele Leute haben sich genau eben in dieses Verderben gestürzt, aber auch ganze Gesellschaften. Daher lasst uns darüber reden, heute, bi'idhnillah as-samil alim, an diesem gesegneten Tag, über eine Krankheit, die ebenfalls die Umma befallen hat. Und zwar reden wir über Afatuddain, die Seuche der Schulden. Wie viele Muslime machen in dieser heutigen Zeit Schuld? Sie verschulden sich und noch schlimmer, viele denken gar nicht daran, diese Schulden zurückzubezahlen. Manche haben dieses zu einem Geschäft erkürt, sich von Leuten, die barmherzig sind, von Leuten, die das Gute für die Menschen lieben und die helfen. Sie haben gesehen, dass diese Tijara, dieses Geschäft läuft. Also siehst du sie von einer zur anderen Person gehen und er leiht sich Geld von dem und dem. Jedoch hat er nicht wirklich ein Interesse, dieses Geld zurückzubezahlen. Mujrim, ein Verbrecher. Höre diesen Hadith vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der sagte, man akhadha amwalin nas, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Derjenige, der das Vermögen der Menschen nimmt, der sich etwas von den Leuten an Geld nimmt, jedoch beabsichtigt er, ihnen dieses zurückzugeben auf beste Art und Weise, so wird Allah Azza wa Jal, wenn dieser Diener unfähig ist, dieses Geld den Menschen zurückzugeben, so wird Allah Azza wa Jal an seine Stelle treten und für ihn dieses klären. Allah erkennt doch seine Diener, die in Not sind. Eine Person, er ist in Not. Er hat kein Geld. Er hat kein Essen. Nicht, wie wir da heute in dieser Zeit sehen, einer möchte nur noch mehr. Er möchte was Besonderes im Leben besitzen. Nein, wir reden über Leute, die tatsächlich Geld brauchen. Ein Unglück ist in ihrem Leben geschehen. Also braucht er Geld, um die Situation zu klären, die ihn von morgens bis abends beschäftigt. Wenn dieser sich das Geld leiht von den Menschen und er versucht es auf beste Art und Weise zurückzuerstatten, aber er ist nicht in der Lage dazu, denn wir wissen nicht, was für Umstände uns im Leben bringen, liebe Geschwister. So wird Allah das für ihn übernehmen. Entweder schickt Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, er schickt ihn eine Person, von dem er Geld nimmt, und diese Person, der ihm Geld gegeben hat, verzeiht ihm einfach so.
Passiert, passiert. Oder wenn er stirbt und er hat noch diese Schulden, so wird Allah Leute schicken, die dieses Geld für ihn bezahlen werden, obwohl sie ihn manchmal nicht einmal kennen. Allah, er ist gerecht, subhanahu wa ta'ala. Höre diesen Hadith weiter. وَمَنْ أَخَذَهَا أَيْ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهِ. Derjenige aber, der das Geld der Menschen nimmt. Warum? Und er beabsichtigt gar nicht, ihnen das Geld zurückzuerstatten. Das sind die Leute, über die wir eingangs geredet haben. Sie haben das zu einer Tijara entdeckt. Sie gehen zu X und zu Y und nehmen von dem Geld und sie zeigen ein Gesicht, welches wirklich in Nöten ist. Jedoch hat diese Person vielleicht Geld oder er bittet Leute um Geld für Dinge, die er gar nicht braucht, die einfach nur Luxus sind. Aber so wurden wir von den Gesellschaften erzogen, dass wir Dinge uns leisten, die wir uns gar nicht leisten können. Und so seht ihr die Leute. Subhanallah, was macht heute ein Jugendlicher für ein neues Handy, für eine neue Marke? Er pumpt sich Geld. Braucht er dieses Handy? Antwort nein. Aber alle seine Freunde haben dieses Handy und er schämt sich neben ihm. Subhanallah. Al-Ridha bil-Qalil, dass du zufrieden bist mit dem Wenigen, das gehört zu Taqwa, das gehört zu Gottesfurcht, das gehört zu einem Lebensweg, der dich zufrieden macht. Du wirst dir niemals alles leisten können. Allah Azza wa Jal hat für einen jeden Menschen bestimmt, was er in der Dunya bekommt. Und du sollst zufrieden sein mit dem, was du bekommst. Denn Allah weiß am besten, wem er mehr Versorgung gibt. Und Allah weiß am besten, wem er weniger Versorgung gibt. Das ist mit der Hikma Allahs, mit der Weisheit Allahs Azza wa Jal verbunden. Derjenige, der das Geld der Menschen nimmt, die Worte vom Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und er beabsichtigt gar nicht, ihnen das zurückzuerstatten, höre und höre gut zu. Und ich möchte, dass du nicht nur mit den Ohren hörst, sondern auch, dass du dein Herz öffnest, so wird Allah ihn zerstören. Allahu Akbar. Möchtest du mit Allah einen Krieg anfangen? Bist du in der Lage, mit Allah einen Krieg anzufangen? Ja, Achi, wenn du über die Worte nachdenkst, die ich gerade erwähnt habe, so fallen dir mit Sicherheit einige Leute ein, die zu irgendwelchen Leuten gehen und von ihnen Geld nehmen. Für was? Die Gelehrten sagen, wenn jemand überhaupt sich Geld ausleiht aufgrund der Gefährlichkeit dieser Angelegenheit, zu der wir gleich kommen, dann sollte es eine Person sein, der in Nöten ist, der etwas bedarf. Nicht eine Person, der sich den neuesten Fernseher kaufen möchte. Und nicht eine Person, der das neueste Handy besitzen möchte. Und nicht eine Person, der Luxusmöbel zu Hause braucht. Nein, eine Person, der in Nöten ist, der etwas braucht, um jetzt seine Situation, die ihm das Leben schwer macht, zu klären. Und er sollte erpicht darauf sein, sonst braucht er gar nicht das Geld zu nehmen, dieses Geld zurückzuerstatten, auf beste Art und Weise. Und eine dritte Bedingung, die Gelehrten setzen Bedingungen, wir kommen zu der Gefährlichkeit dieser Sache. Diese Person sollte, verstehe das, als dritte Bedingung nicht das Geld nutzen für eine Sache, die gegen die Religion ist. Subhanallah. Manche nehmen Geld und kaufen damit Dinge, die Allah Azza wa Jalla zornig macht. Ich nenne nochmal die drei Bedingungen. Wenn jemand überhaupt darüber nachdenkt, werden die gläubigen Herzen sich davor fürchten, zu Menschen zu gehen und Geld von ihnen zu leihen. Dann sollten es drei Bedingungen sein. Die erste Bedingung, er ist in Nöten, er braucht das Geld. Zweite Bedingung, er wird es auf beste Art und Weise zurückzahlen. Er ist erpicht darauf, dieses Geld zurückzuzahlen. Und die dritte Bedingung, er nutzt nicht das Geld für eine Sache, die gegen die Scharia ist, die gegen die Religion ist. Wisst ihr, wie gefährlich diese Sache ist, dass man sich einfach Geld leiht? Einmal gab es einen Todesfall in der Zeit vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mata rajulun fi ahdi an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Eine Person ist verstorben.
فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يصلي على هذا الميت. So kam eine Person zum Gesandten صلى الله عليه وسلم und er sagte ihm, bitte verrichte das Totengebet auf diesen Mann. Was sagte Rasulullah صلى الله عليه وسلم? لعل عليه دين. Vielleicht hat diese Person Schulden. Als ihm bestätigt wurde, dass diese Person zwei Dinar, was sind zwei Dinar, oh Dinar Allahs, Schulden gehabt hat, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mehr auf diese Person gebetet. Waqala, sallu ala sahibu. Betet ihr auf ihn, ich werde nicht auf ihn beten. فقام رجل من القوم واسمه أبو قتادة. أبو قتادة stand dann auf und sagte, يا رسول الله, هما علي. Ich werde diese zwei Dinar übernehmen. Ich werde diese zwei Dinar übernehmen, so dass der Tote hier davon befreit wird. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagte, هما عليك. Du bist verantwortlich. في مالك, mit deinem Geld. والميت بريء منك. Und der Tote hat nichts mehr mit der Sache zu tun, sie kleben an deinen Nacken. Und jedes Mal, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada sah, er sagte zu ihm, ma sanat ad-darahim, was haben die Darahim gemacht? Hast du sie bezahlt oder nicht? Er sagte, der Mann noch nicht. Und er fragte ihn und fragte ihn und fragte ihn jedes Mal, wenn er ihn gesehen hat. Bis eines Tages Abu Qatada radiyallahu anhu arda gesagt hat, dass er das bezahlt hat. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte. Wir reden über einen Toten, der Schulden hinterlassen hat, der Schulden gehabt hat. Einen Sahabi, der zwei Dirham hinterlassen hat. Er sagte, höre zu, damit du das nächste Mal dir genau überlegst, ob du einfach Geld von den Leuten nimmst und mit diesen Schulden stirbst, mit dieser Verpflichtung gegenüber den Menschen stirbst. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, al-ana baradat alaihi jildu. So ist in diesem Moment seine Haut abgekühlt, nachdem das Geld für ihn bezahlt wurde. Er wurde im Grab bestraft wegen zwei Dinar. Jetzt, erst hat seine Haut Kühlung erfahren, sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jetzt erst richtig, als Abu Qatada sich bereit erklärt hat, diese zwei Dirham zu bezahlen für den Toten, so war das noch nicht der Fall, dass seine Haut hier Kühlung erfahren hat. Er sagte, jetzt, wo du sie bezahlt hast. Jetzt, wo du sie bezahlt hast. Deswegen hat der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedes Mal Zuflucht gesucht bei Allah, dem Allmächtigen. Er sagte, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-gharam. O Allah, ich suche Schutz bei dir vor Sünden, die ich begehe, und vor Geld, welches ich schulde. Wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam vor einer Sache Zuflucht sucht, was denkst du, wie gefährlich sie ist? Deswegen höre, dieser Hadith beweist klar, dass eine Person im Grab sogar bestraft wird, wenn er Schulden hinterlässt. Aber so ist der Ausgang von einer Person, der dieses auf die leichte Schulter nimmt. Und er stirbt einfach, ohne dass er den Leuten, die seine Angehörigen sind, dass er ihnen befiehlt, dass sie sich um seine Schulden kümmern. Er stirbt einfach und überlässt die Sache seinem Schicksal. Ramat. Verbote. Willst du dafür bestraft werden, O Dinar Allahs? Ich rede nicht mit dir über 20.000 Euro. Wir haben über zwei Dirham geredet. Ey Wallah. Deswegen sagte Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, Iyakum wad-dayn, wehe euch vor den Schulden. Fa inna awwalahu han. Denn der Anfang von den Schulden sind Sorgen. Wallahi, Sorgen ohne Ende. Wa akhirahu harb. Und das Ende der Schulden ist ein Krieg mit Allah. Wir haben es gehört, man wird im Grab bestraft.
Und das ist eigentlich die Ansicht aller vier Rechtsschulen, dass man im Grab bestraft wird. Für diese Sache. O Diener Allahs, eine gefährliche Sache. Sogar die Person, die den ehrenvollsten Mord erfährt, während er Feinde, die in sein Land hereingekommen sind, um seine Religion zu schützen und seine Gesellschaft zu schützen, die Muslime sind, und die Feinde zurückzudrängen, eine Person, der als Shahid stirbt, so wird er das höchste Paradies bekommen, mit einer Ausnahme. Welche Ausnahme? So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yughfaru lish-shahidi kullu dhanbin illa ad-dayn. Dem Shahid, Allahu Akbar, über wen reden wir? Dem Shahid wird jede Sünde vergeben, außer die Schuld. Mit dem ersten Blutstropfen wird ihm jede Sünde vergeben, außer ad-dayn, außer die Schuld. Wie gefährlich ist diese Sache? Daher, liebe Geschwister, sollten wir diese Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich frage dich, hast du Schulden? Wem schuldest du Geld? So kläre mit dieser Person, wie du ihm das Geld zurückzahlst. Und bitte ihn, dass er dir vergibt, dass er dir die Schulden erlässt, wenn du sterben solltest. Weil die Sache ist nicht gleich. Einer stirbt, aber subhanallah, er hat vielleicht sogar Geld. Und die Verwandten könnten das Geld, bevor sie das Erbe aufteilen, dieses Geld benutzen, um seine Schulden zu bezahlen, aber er hat niemandem Bescheid gesagt. Diese Nachlässigkeit hat ihn eine Strafe im Grab gebracht. Diese Nachlässigkeit hat ihn eine Strafe im Grab gebracht. Nein, er hat Vermögen, subhanallah, es hätte bezahlt werden können oder zumindest ansatzweise bezahlt werden können, aber er hat sich um diese Sache nicht gekümmert. Und höre diesen gefährlichen Hadith vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda'an. Die Seele von einem Gläubigen, wir reden nicht über einen Fasik und nicht über einen Kafir, die Seele von einem Gläubigen ist so lange gesperrt oder ihr wird der Weg versperrt, bis die Schulden bezahlt sind, versperrt vor was? Dass sie in das Paradies eingeht. Diese Seele wird eingesperrt so, dass sie nicht an den Genüssen des Paradieses teilnehmen kann. Bis die Schulden bezahlt sind. Allahu Akbar. Keine leichte Sache. Und du, o Diener Allahs, wenn du Geld offen hast, jemanden etwas schuldest, so kümmere dich um die Sache und wisse, dass Allah Azza wa Jal, wenn du erpicht darauf bist, diese Schulden zurückzuzahlen, Allah wird dir helfen. Ich rede nicht über eine Person, der in Nöten war und wahrlich Geld gebraucht hat. Und dieser war erpicht darauf, dieses Geld zurückzuzahlen. Und dann ist er gestorben mit dieser Absicht, das Geld zurückzuzahlen. Inshallah gehört er nicht zu dieser Person, weil der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, man akhada amwal an-nas yuridu ada'aha addallahu an. Derjenige, der das Geld von den Menschen nimmt, sich auch etwas leiht, aber er ist gewillt, dieses Geld zurückzuzahlen, so wird Allah azza wa jalla ihm das an seiner Stelle zurückerstatten. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wie viele Leute hinterlassen Schulden und mit diesen Schulden werden sie Hasanat bezahlen. Hasanat, ich komme mit dem Gebet und mit dem Fasten und mit großartigen Taten zu Allah Azza wa Jal zurück, während er diese Taten akzeptiert hat, subhanahu wa ta'ala. Jedoch habe ich Schulden hinterlassen, ein Berg von Schulden hinterlassen. So soll ich davon mit meinen Hasanat bezahlen? Nein. Yawm al-Qiyamah gibt es kein Dinar und kein Dirham mehr, sondern es gibt nur noch Hasanat.
So sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man mata wa alaihi dinar au dirham qudiya min hasanati. Derjenige, der verstirbt und er hat einen Dirham Schulden oder einen Dinar Schulden, so wird ihn von seinen guten Taten genommen. Yawmul Qiyamah. Du hast für den gebetet, dem du Geld schuldest. Du hast für den gefastet, dem du Geld schuldest. Du hast für denjenigen Sadaqa gegeben, dem du Geld schuldest. Subhanallah. Und worüber ich schmunzle, es gibt Leute, die haben Schulden bei Leuten. Anstatt dass sie erstmal die Schulden zurückzahlen, geben sie hier Sadaqa und dort Sadaqa. Falsch! Erstmal sollte deine Aufgabe sein, die Schulden zurückzuzahlen. Die Sadaqa ist eine freiwillige Tat, aber deine Pflicht ist es, deine Schulden zurückzuzahlen. Bei Allah, nehme die Sache nicht auf die leichte Schulter, o Diener Allahs. Leute, die haben Schulden und wollen zum Hajj oder zur Umrah. Nein, deine Pflicht ist erstmal, deine Schulden zurückzubezahlen. Warum? Weil die Hajj ist nur für dich verpflichtend, wenn du eine der beiden Bedingungen erfüllst, dass du finanziell in der Lage bist, diese Hajj zu entrichten und dass du körperlich in der Lage bist. Aber eine Bedingung ohne die andere geht nicht. Und in diesem Fall hast du nicht die eine Bedingung erfüllt, dass du Geld hast. Also ist die Hajj auch nicht für dich Pflicht. Aber nein, er hat 10.000, 15.000 Euro Schulden und sagt, ich möchte zur Hajj. Deswegen lasst uns diesen Jahl ablegen, liebe Geschwister. Deswegen lasst uns diesen Jahl ablegen. Warum? Weil dieses führt dazu, dass wir Yawmul Qiyamah bei Allah Probleme bekommen. Es gibt Leute, er sagt, Wallahi, ich habe mir Geld damals ausgeliehen. Und ich habe gedacht, dass ich dieses zurückzahlen kann. Aber es ist nicht so gelaufen, wie ich dachte. Subhanallah, ein Mann kam zu Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu arda. Dieser war komplett verschuldet. Er hatte so viel an Schulden gehabt. Liebe Geschwister, so sagte Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu zu dieser Person: Ich werde dir ein Dua beibringen. Allamani hadha du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allahs hat mir diesen Dua beigebracht. Walau kana alayka mithlu jabalin dayna addahu Allahu ak. Und wenn du auch so viel an Schulden hast, wie ein gewaltiger Berg, so wird Allah diese Schulden für dich übernehmen. Und diesen Dua sollte jeder von uns lernen, liebe Geschwister. Dieser Dua ist Allahumma kfini bihalalik an haramik. O Allah, lasse uns den Halal ausreichend sein und uns nicht dem Haram nähern. Lasse uns dem Erlaubten nah sein und bringe uns weg von dem, was verboten ist. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكْ عَمَّنْ سِوَاكْ. Und mach mich unbedürftig, unabhängig von jedem außer von dir. Ein Dua, ein gewaltiger Dua. Wenn du auch so viel an Schulden besitzt, wie ein gewaltiger Berg, Allah wird dir helfen, diese Schulden zu nehmen. Sage diesen Dua, vertraue auf Allah Azza wa Jal und wisse, o Diener Allahs, dass du nur als Gewinner dabei herausgehen kannst, wenn du dich an die Gebote von Allah Azza wa Jal halten wirst. Warum hat der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam Zuflucht gesucht vor dem Denk, vor den Schulden? Er sagte, inna rajula idha gharima, ay idha stadan, haddafa fakadab, wa wa'ada fa'akhlaf. Wenn eine Person sich Geld leiht, Schulden macht, so wird er reden und lügen. Wann auch immer er denjenigen antrifft, dem er Geld schuldet, so lügt er ihm an. Und wir haben Leute, wal'iyadu billah, er nimmt sich Geld von einem von Ahlul Fadl, von den guten Leuten. Und dieser, der von den guten Leuten ist, wollte ihnen nur helfen. Was macht er? Er wechselt dann seine Telefonkarte. Er denkt,
weil diese Person ihn vielleicht nicht mehr in diesem Leben antrifft. So denkt er, wird Allah ihn vielleicht auch vergessen. Wallahi, du Ärmster, du, der du niemals deine Religion gelernt hast, weißt du überhaupt, wer Allah ist? Bevor du das gemacht hast, wusste Allah über dein Frevel im Herzen Bescheid. Bevor du das gemacht hast. Einer kommt und braucht Geld. Subhanallah, wie nett er redet. Wie lieb er redet. Wie lieb er redet. Aber sobald ihm das Geld gegeben wird, wie arrogant er wird. Zu dem Zeitpunkt, wo er das Geld gebraucht hat, wäre er bereit gewesen, von demjenigen, von dem er Geld haben möchte, sogar die Füße zu küssen. Aber nachdem er das Geld bekommen hat, muss der andere ihm die Füße küssen, damit er sein Geld zurückbekommt. So ist die Situation in unserer Zeit, liebe Geschwister. Und ich erinnere mich und euch daran, dass diese Schulden keine Tat ist, auf die wir stolz sein sollten, sondern dass wir diese Schulden umgehen, wann auch immer wir können. Noch einmal, ich wiederhole diesen Satz als meinen letzten Satz, bevor ich nur meine Geschwister daran erinnere, dass morgen Ashura ist, bi'idhnillah ta'ala. Du solltest wissen, wenn du auf beste Art und Weise anstrebst, deine Schulden zu bezahlen und du hast aus keinem anderen Grund Schulden gemacht, weil du es wirklich gebraucht hast und deine Absicht war, dieses Geld zurückzubezahlen, so sagt Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, so bist nicht in diesem Hadith einbegriffen, der im Grab bestraft wird. Aber wenn du zu denjenigen gehört hast, die wal'iyadu billah untreu mit diesem Geld umgehen, welches sie sich von anderen Leuten genommen haben, so gehörst du mit Sicherheit zu dieser Person. Allah Azza wa Jal wird dich bestrafen. Möge Allah Azza wa Jal uns vor seiner Strafe schützen. Allahumma la tu'adibna la fi dunya wa la fi al-akhirah. Liebe Geschwister, der letzte Satz an euch, und ich möchte es meinen Geschwistern nicht zu lang machen. Wie ihr wisst, ist morgen Ashura, wir befinden uns gerade im Schutzmonat Muharram. Und man hätte heute fasten können, das ist der 9. und morgen ist der 10. So ist das Fasten an diesen beiden Tagen eine Sunna vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den Ashura-Tag hat er gefastet, jedoch den 9. hat er beabsichtigt zu fasten, jedoch ist er dann in diesem Jahr verstorben sallallahu alaihi wasallam, so dass er im kommenden Jahr dieses nicht mehr fasten konnte, aber er hat uns diese Sunna mitgeteilt, liebe Geschwister. Und das ist der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala Bani Israel geschützt hat vor Pharaon und seinen Leuten. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet hat, die Juden gesehen hat in Al-Madina, dass sie diesen Tag gefastet haben, so hat er sie gefragt, warum sie ihn gefastet haben. Nachdem sie ihm gesagt haben, an diesem Tag hat Musa das Volk von Bani Israel befreit, so sagte er, فَأَنَا أَحَقُّم مِنْكُمْ بِمُوسَى. Ich habe mehr Anrecht auf Musa als ihr Juden. Weil manche Leute ihren Propheten folgen und andere beschimpfen ihre Propheten und widersetzen sich den Propheten und verschmähen diese Propheten und dann schreiben sie sich noch letztendlich diesen Propheten zu. Wir haben mehr Anrecht, liebe Geschwister, deswegen, wenn du ein wunderschönes Sunnah machen willst, am 9. und am 10. diese Tage zu fasten, Alhamdulillah, da am Donnerstag sowieso das Regelfasten war, hätte man den Donnerstag und Freitag und Samstag zusammen fasten können. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla hat uns einen Ausweg geschaffen. Und dieser Tag, dass wir am Ashura fasten, ist, damit wir uns von den Juden unterscheiden. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den 9. und den 10. genommen. Nicht nur wie die Juden, den 10. Und ihr seht, er war erpicht darauf, sich von ihnen zu unterscheiden, während wir alles tun, um den Kuffar zu folgen. Wallahi al-Azim, und dann behaupten wir noch, wir befolgen die Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nichts haben wir mit ihm zu tun. Möge Allah azza wa jalla uns vergeben. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.